In diesem Video erkläre ich euch, wie man aus nur drei Zutaten folgenden Christbaumschmuck basteln kann. Wir benötigen dazu nur 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Salz, 2 Teelöffel Öl, das man auch weglassen kann, und 120 Milliliter Wasser. Dann geben wir alle Zutaten in eine Schüssel und vermischen es kräftig miteinander und formen dann eine Kugel daraus. Diese lassen wir 10 Minuten ruhen. Mit einem Teigroller machen wir die Kugel platt und stechen Formen aus. Auf keinen Fall das Loch vergessen, damit man die Sterne, Herzen und so weiter später aufhängen kann. Dann kannst du die Formen noch anmalen, mit einem Faden versehen und am Christbaum aufhängen.